Yo, Leute, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5, dem DLC Dead Living Zombies. So, wir haben das erste Level schon mal auf 2 Sterne gebracht im Punktejagdmodus. Und ich möchte jetzt mal beim allerersten Level jetzt auch einmal versuchen und gucken, ob es überhaupt noch irgendjemanden gibt, der das DLC spielt. Ich bezweifle es ernsthaft. Aber man weiß ja nie, ich teste es jetzt einfach mal und keine Ahnung, warte mal so vielleicht 10 Minuten, ob einer auftaucht. Davon abgesehen, guckt euch mal meinen Highscore an. Ich habe 24.971. Alter, wie knapp kann man an dem Highscore, den ich gebraucht hätte für den dritten Stern, wie knapp kann man an der Punktzahl vorbeischrammen? Alter Vater, nur 39, genau, 29 Punkte hätten mir gefehlt. Oh Mann, ey. Autsch. Ach, naja, egal. Wie gesagt, ich schau mal, ob überhaupt noch irgendjemand momentan spielt. Wir sehen mal. Ansonsten versuche ich es gleich natürlich wieder alleine. Okay, Leute, vergesst es. Den Koop-Modus kann man aus irgendeinem Grund nur mit Freunden machen. Also, wenn man hier drauf geht, du musst einen Freund zu deiner Party einladen, um im Koop-Modus zu spielen. Wo ich mir denke, why? Kann man das nicht auch mit Randoms machen? Warum ist es jetzt unbedingt notwendig, dass man es mit jemandem aus der Freundesliste macht? Ich meine, klar, auf diese Art und Weise kann man sich absprechen, kann man mit random Personen aber theoretisch auch. Also, na, jetzt wird einem das sozusagen nochmal so ein bisschen erschwert. Fände ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen ernüchternd. Schade. Ich habe mich jetzt schon so ein kleines bisschen darauf gefreut, dass ich eventuell mal, ne, so online mit ein paar Leuten, wenn es auch random Leute sind, die ich nur mal so, mit denen ich mal einmal so kurz spiele, ne, wäre für mich ja nicht schlimm gewesen. Aber gut, dann eben nicht. Schon schade. Was war jetzt? Eigentlich wollte ich ja natürlich die etwas näher gelegenen Zombies erledigen. Reicht? Okay. Also. Ich werde jetzt einfach mal Folgendes machen. Hoppala. Ja, genau. Ja, Alter. Die mich alle ankauen. Ich mache jetzt einfach mal Folgendes. So. Die neu gespawnten Zombies erledige ich alle. Und bevor das Ding neu spawnen kann, erledige ich das Ding komplett. Na, dann nehme ich sozusagen nochmal so ein bisschen die Bonus Kills mit von den Viechern. Wow, die spawnen. Moment. Die wollte ich natürlich auch noch mitnehmen. Ballert deutlich besser. Ist hier noch einer? Ah. Hallo? Hä? Na gut. Hab den einen Zombie noch erwischt? Ne, hier lag ja nichts mehr. Der Wasserturm ist ja etwas weiter hinten. Da kann ich vorher noch das da erledigen. Oh. Ja. Ach komm. Okay. Jetzt die noch mal eben erledigen.
Was zum Teufel? Hä? Ach du Scheiße, ich Idiot. Oh Mann. So. Nehme ich da noch das Wolf-Dingen mit. Also mit Wolf-Dingen meine ich einfach den Wolf-Spawner sozusagen. Den Zombie-Wolf-Spawner. Mist. Okay, jetzt erstmal hier hinlaufen, Muni holen und eine neue Waffe. Ich dachte, da rechts hätte noch Munition gelegen. Nope. Ja, noch komm. Hoch da jetzt. Danke. Okay. Soweit so gut, denke ich. Ja, die Shotgun dagegen eintauschen. Okay. Runter. So, ein Ding noch übrig, ne? Hä? Was hat mich denn jetzt bitte schön fast entdeckt? Was? Wo? Hä? Ah, du oder was? Ja, genau. Ja, genau das wollte ich vermeiden. Soll ich noch mal eine Welle nehme ich noch mit, komm. Waren das alle? Das Dingen. Ah. Reicht? Okay, ich sehe schon, nachdem ich die Viecher in Flammen gesetzt habe, hätte ich sofort danach. Ach verdammt! Das gibt's nicht. Nachdem ich... das habe ich jetzt erst gemerkt. Okay, Revanche. Diese Hitzköpfe, wie man auch immer man sie nennen möchte, denen ich auf den Kopf baller und dann gehen sie in Flammen auf. Genau an denen hat's, glaube ich, gelegen. Weil ich habe jetzt gerade gesehen, nachdem ich die in Flammen aufgehen lasse, muss ich die ganze Zeit weiter auf die drauf ballern und dann kriege ich noch eine ordentliche Menge... Punkte dafür. Keine Ahnung, wie genau es dazu kommt, aber sei es drum. Ist mir jetzt nur so aufgefallen. Ich dachte mir so, hä, woher kriege ich denn jetzt nochmal so krass viele Bonuspunkte? Ja, jetzt weiß ich quasi. Gut langsam. Ach komm. Ey, wirklich jetzt? Meine Güte. So. Okay, der Zeitbonus gibt mir nicht so krass viel, als dass ich tatsächlich... Na komm. Als dass ich tatsächlich automatisch auf 25.000 käme. Es lag vielmehr daran, dass ich wirklich diese Hitzköpfe ziemlich ignoriert habe. Alter, was? Ach komm. Nein! Mann. So eine Scheiße. Hätte ich mich beinahe von denen auch noch überrumpeln lassen. So. Reicht? Ja. Gut.
So. Okay, jawohl. Nein, ich bleibe schön bei diesem schnell feuernden kleinen Wunder hier. Dann kann ich ja theoretisch die kleineren Zombies echt fast komplett ignorieren. Nö. Weil das sind die richtigen Punktemagneten. Die hier. Ey, komm. Kann doch nicht sein. Hä? Ich hab da jetzt volle Kanne drauf gedreht. Ja. Ey. Man möchte meinen, ein Render-Zombie wäre etwas leichter zu treffen. Ja, ist ja gut. Ja. Scheiße. Ah, das ist Kacke, ne? Alter. Oh boy. Also hier kann ich richtig Punkte farmen, ey. Alles klar, nice. Guck mal, schon 18.000. So. Okay. Da. Okay, bevor ich zu den Wölfen gehe, laufe ich jetzt doch lieber erstmal hier hin. Na los, hoch da. Hopp, hopp. Hallo? Sag mal. Darf ja wohl nicht wahr sein. So. Da. Was? Drecksau. Okay, muss ich mir auf jeden Fall auch für die anderen Level merken, dass die Hitzköpfe auf jeden Fall weiter beschossen werden müssen, um richtig Punkte abzusahnen. Alles klar. Ja. Upsa. Na toll. Schön auf den Baum geballert. Hammer. So. Gut. Jetzt habe ich zwar ein bisschen weniger Zeit. Irgendwie habe ich jetzt bei diesem Versuch ein bisschen mehr getrödelt. Aber sei es drum. Dafür habe ich deutlich mehr Punkte. Hallo. Hoppala. Ja, erstmal schön komplett über ihre Köpfe hinweg geballert. Okay. Ja, geil. Hauptsache, der eine hat sich komplett selber angekokelt. Schon. So, ich bin davon überzeugt, 22.000, jetzt müsste ich doch eigentlich vom Zeitbonus her auf 25.000 kommen, oder? Jawoll! 28.000 sogar.
Davon abgesehen, sofortige Heilung und sofortiges Nachladen, ups, hätte ich auch mal nutzen können, ne? Wäre ganz geil gewesen zwischendurch. Naja, egal. Aber damit hätten wir, ja, alle 3 Sterne hier verdient. Schon mal eine super Sache. So, dann können wir uns ja dem 2. Level widmen. Burned Bridges. Da bin ich gespannt. Oh, okay, 40.000. Da wird die Schraube schon ein bisschen mehr angezogen. Aber da gibt es bestimmt auch deutlich mehr abzuballern. Gehe ich stark von aus. Ich bin gespannt. Gehen wir direkt rein. Was für eine Geschichte hat Guy Marvel diesmal zu erzählen? Eins vorweg. Ich bin ein riesiger Fan deiner preisgekrönten, dialoglastigen Kriegsfilme. Danke. Hey, wie wär's mit einem, der so intensiv ist, dass sie Zuschauer PTBS bekommen? Und hier kommt er. Der beste Film, der dir je in einem Aufzug vorgestellt wurde. Stell es dir vor. Ein Elite-Sonderkommando. Sie heizen den Untoten auf der zerfallenen Brücke so richtig ein. Sie sind abgeschnitten, umgeben von Wasser. Aber das ist ihnen scheißegal, denn sie sind die Besten. Oh, wir rocken! Fuck nochmal, was scheiße Zombie-Abschub! Zombies killen, das halten wir den ganzen Tag durch, vorausgesetzt die Logistik stimmt. Aber manchmal kann es die Logistik eben auch verkacken. Ups. Ihr seid auf der falschen Seite abgesprungen! Ich schicke euch meine Jungs vor! Wir brauchen Munition! Was passiert, wenn ihnen die Munition ausgeht? Und so wird aus der Mission Vernichtung die Mission Überleben. Überlebung. Wir schaffen es hier nur lebend raus, wenn wir überleben. Ein Krieg, bei dem eine Seite bereits tot ist. Halbwegs interessant. Okay. Überlebung. Auch geil. Oh Mann, ey. Diese Filmidee war wieder so dermaßen Panne. Vor allen Dingen, wie geil Marvel dem einen Regisseur noch im Aufzug, so im Parkhaus aufgelauert hat und hinter ihm aufgetaucht ist wie so ein Stalker. Das war jetzt noch das Freundlichste, was mir eingefallen ist. Was sonst noch hätte zutreffen können, könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Oh Mann, ey. Das ist sein Blick vor allen Dingen noch in der Cutscene. Oh Mann. Gott, ey, ist der Kerl Panne. Unfassbar. Ne? Und der scheint jetzt einfach nur die ganze Zeit irgendwelche Regisseure abzuklappern und denen seine Zombie-Film-Ideen vorzusetzen. Ich muss sagen, als Prinzip die Level, die einzelnen Level einzuführen, finde ich das schon an sich ziemlich geil. Ne? Und ich meine, wir haben ja bereits gesehen, wie exzessiv und, naja, anspruchsvoll, könnte man es nennen, oder wie speziell Guy Marvel sein kann. Das haben wir ja bereits im Hauptspiel gesehen. Munitionspunkt erreichen. Ansonsten stirbt sie und wird zum Feind. Okay, okay, ich seh's vor mir. Und die Regisseure gehen auf seine Ideen ein. Ja, Hammer. Und nu? Oh, okay, ich habe schon mal eine Shotgun von Anfang an. Okay. Aber auch eine Schnellfeuerwaffe, danke. Genau, was ich wollte. So, ich kann mir ja jetzt eigentlich so ein bisschen Zeit lassen, hier so ein bisschen das Level erkunden, ne? Eine ordentliche, riesige, zugemüllte Brücke. Wow. Ach, hier geht's eigentlich weiter. Ach so. Hat so ein bisschen was von Highway to Hell, oder? Oder Highway 666? Ist es jetzt egal, zu welcher Seite ich gegangen wäre? Nee, hier ist Sackgasse. Okay. Leiche eines Kameraden vorbei. Daneben liegt eine tolle Waffe. Sie konzentrieren sich auf die Waffe, nicht auf den Gefallenen? Oh, unsere Heldin wusste, dass es ihn als erstes erwischt. Okay. Was ist das? Das ist die... Ja, okay. Komm ich mit klar. Die vorige war auch nicht schlecht. Problem ist nur, wenn man hier eine Waffe austauscht, verschwindet die alte Waffe instant. Finde ich ein bisschen komisch, aber naja gut. Sollen ja schnelle, fixe Level sein. Von daher... Ist okay, schätze ich. Also, die Heldin ist bei der Quelle der Zombie-Epidemie.
Keine Menschen in der Nähe, stimmt's? Kein Dialog, nur ein Zombie-Massaker. Nur ein Zombie-Massaker? Da sind Mutationsstationen und Schleim und Chaos. Ich glaube, die eine hätte ich damit. Oder? Nee. Warte. Oh. Moment. Ich konnte doch nicht ahnen, dass da unten auch noch so ein Ding ist. Muss man ja richtig genau hingucken. So. Ah, okay, hier nicht. Aber hier. Auf der Seite ist noch eine Kapsel. So. Müssen wahrscheinlich die Zombies nicht direkt mit umzukippen, wenn ich die Dinger zerstöre. Ach du Scheiße, hier ist ja noch so ein Ding. Okay. Ich hätte theoretisch auch einfach durchlaufen können, egal. Und jetzt haben wir eine Feuerstraße, Baby! Und was bedeutet das für die Heldin? Das Feuer steht für ihr Aggressionsproblem. Anstatt sich ihm zu stellen, geht sie ihm aus dem Weg. Okay. Der andere wollte darin noch einen symbolischen Wert. Ein umgestürzter Zug. Moment mal. Ein verdammter umgestürzter Tankwagen. Bei der Explosion werden sich die Leute einscheißen. Okay. Also wie jetzt? Ah nee, doch. Ist schon richtig. Oder? Was zum Teufel? Ah. Könnte man irgendwie etwas über die Hauptcharakterin sagen? Machen wir doch! Sie weiß, wie man Dinger hochjagt. Okay. Oh Mann, danke Untertitel, sonst hätte ich nicht gewusst, wie viele U's in sein Boom kommen. Die Heldin muss einen Weg nach unten finden. Wenn man die Geschichte als Kurve abbilden würde, wäre das der Tiefpunkt des Films und der Brücke. Und meiner Karriere. Sagtest du was? Nein. Schon ganz geil irgendwie. Also diese Audiokommentare von Guy Marvel und dem anderen Schauspieler feiere ich. Buchstäblich keinen Ausweg mehr. Buchstäblich. Vielleicht hören wir den inneren Monolog der Heldin voller Verzweiflung, Verlust. Oder sie zückt einfach ihren coolen Kletterhaken. Jawohl. Unsere Heldin sieht einen riesigen Käfig. Was da wohl drin war. Vielleicht erinnert der Käfig die Heldin an ihre Zeit als Kriegsgefangene. Klar, und die Zombies stehen hier für, keine Ahnung, für die Leute, die sie sterben sah? Interessant. Der andere will auch immer irgendwo einen tieferen Sinn reinpacken. Oh, ich liebe es. Das sind auch alles so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Parodien sein sollen von aktuellen Regisseuren, kann ich mir ja sehr gut vorstellen teilweise. Oder ob es, naja, also oder ob sie es tatsächlich selbst sein sollen, ohne dass sie namentlich genannt werden. Und jetzt sieht unsere Heldin, dass ein Zombie aus ihrem Kumpel ein All-You-Can-Eat-Buffet gemacht hat. Und wie fühlt sich die Charakterin dabei? Hoffentlich total angewidert. So, Oh, eine bessere Shotgun, cool. Jawoll. Richtig actionreiches, schnelles Nachladen. Das finde ich gut.
Ne? Ich versuche mir schon so ein kleines bisschen anzugewöhnen, diese Hitzköpfe auch direkt weiter anzuballern. Sobald die angefangen haben zu brennen. Zugegeben, der Versuch in Zombies etwas mehr hinein zu interpretieren und darin einen größeren Sinn im Storytelling oder im, in der Charakterentwicklung zu sehen, ne, oder in der Charakterreflexion, was weiß ich, finde ich schon ganz witzig. Ja, die Zombies stehen hierfür und dafür, es sind einfach nur fucking Zombies. Zuflucht in der Brücke schlagen. In der Zombies einfach das Zombie-Festball veranstalten. Was sagen Sie damit zum Problem der Obdachlosigkeit? Oh, dass Obdachlosigkeit schlecht ist? Ein echt extravaganter Standpunkt, was? Hör mal, Obdachlosigkeit ist wirklich ein sehr wichtiges Thema für mich. Ich will, dass jeder auf der Welt ein Zuhause und ein Regal mit Blu-rays aller meiner Filme hat. Genau, mit Blu-rays aller deiner Filme. Mehr muss ja nicht sein. Alter Vater, ey. Der, ich sag mal so, der ist zumindest ehrlich. Ne? Der sagt direkt so, ja, das will ich. Ich will die Fans. Ich will, dass sie meine Blu-rays kaufen. Davon abgesehen, Blu-rays ist doch schon sowas von out, oder? Mittlerweile gibt's schon 2-3 Formate mehr außer Blu-rays, ne? 4K, 8K, hast du nicht gesehen, Ultra und Pro HD. Erreicht unsere Heldin den Munitionspunkt, wo eine neue Knarre wartet. Ultra Pro HD Deluxe Collector's Edition, ne? Wie wär's mit einem scheiß Zombie Sasquatch Charakter? Bäm, Überraschung, in deine Fresse, Plot Twist. Was? Bitte? Ein Zombie Sasquatch? Lava. Ach komm. Kreis. Habe ich ihn gerade ins Maul geschlagen? Nicht geballert? Okay, Zombie Bigfoot, warum nicht? Au. Oh shit. Ja, nein. Ah, geil, ich diesmal, scheiße. Komm schon, heil dich, du Sau. Oh komm. Meine Güte, hat der lang gebraucht. Also, der Sasquatch ist jetzt Asche. Cool, nicht wahr? Der Schluss ist ein Duell mit einem Monster? Nein, unsere Heldin sieht einen Ausweg. Okay, ach, da ist der Ausweg. Bring den... Entschuldigung, Leute. Ich habe jetzt erst den Text da oben links entdeckt. Bring den Brückenscheiß hinter dich. Das ist ja mal genial. Also, eins muss man sagen, der Humor von dem DLC ist Hammer. Das ist kein wirklich ernstzunehmendes Zombie-DLC. Es soll einfach nur... Mehr Zombies? Ah. Okay. Es soll einfach nur so ein Action-Feuerwerk sein mit Humor und hast du nicht gesehen. Ne? Und Guy Marvel, der Guy Marvel ist, ganz einfach. Gott, ey, das ist so richtig geil Panne. Finde ich gut, ohne Scheiß, ey. Genau mein Humor. Bring den Brückenscheiß hinter dich. So nach dem Motto, ah, bis jetzt können die Spieler wahrscheinlich die Brücke schon gar nicht mehr sehen, ne? Ah, ja, schön. Sehr, sehr schön. Explosion hier, Explosion da! Das sind keine Explosionen, das sind Sternplosionen. Als hätte ein Dreijähriger bei einer Explosion noch einmal so ein Handyfilter drüber gelegt. Guy Marvel. So schaut's aus. Eieiei, jetzt ist aber hier...
Ja, hallo? Danke. Scheiße. Kann ich hier auch das Ding... kann ich auch hier weg, bitte? Danke. Ah. Scheiße. Scheiße, kann ich hier bitte weg? Fuck. Oh, komm. Meine Fresse. Jetzt kommen die aber auch. So Mist. Die geben mir gar keine... Ja, ist auch mal gut jetzt? Meine Fresse, ey. Die mich immer weiter in die Ecke drängen und mich ums Verrecken da nicht rauslassen. Ich glaube, das sind die letzten. Sieht zumindest so aus. Reicht? Oder nicht? Hä? Hallo? Was ist denn jetzt los? Soll ich jetzt da durch? Scheint so. Ah, okay. Und jetzt sieht unsere Heldin einen Kontrollpunkt. Das ist das Ende. Oder doch nicht? Ba, 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 la, 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 la. Also an dieser Stelle auch noch einmal an den an die deutsche Stimme von Guy Marvel. Respekt. Ohne Scheiß. Der muss so viel Spaß dabei gehabt haben, das alles einzusprechen. Jetzt mal ohne Witz. Hätte ich auch. Nur einfach mal komplett durchdrehen. Aber auf eine gute Art und Weise. Auf Was eine lustige unsere Weise. Unsere Heldin am Ende? Einen Soldaten, der denkt, unsere Heldin wäre einfach nur ein weiterer Zombie. Bam! Kopfschuss! Abspannen! Ich passe. Scheint mir sehr actionlastig zu sein, ohne große Charakterentwicklung. Wie wär's, wenn wir uns lieber über die Entwicklung unserer Partnerschaft unterhalten? Wie wär's, wenn sie jetzt gehen und ich sie nicht anzeige? Sehr schön. Freigeschaltet für dieses Szenario Punktejagd. Das Szenario wäre erledigt. Unsterbliche Liebe. Ja. Und ganz am Ende natürlich typisch. Held wird, Hauptcharakter wird für einen Zombie gehalten und mit abgeknallt. Punkt, Ende aus. Danke. Oh Gott, ey. Ja, Guy Marvel, Alter. Du bist der Held. Du bist das nächste große Genie hinter Zombie-Filmen. Du wirst Zombie-Filme auf eine neue Ebene bringen. Kannst dich gleich einordnen neben George A. Romero und Robert Kirkman. Du bist der Nächste, ey. Ach Gottchen. Okay, Moment, Leute, ich muss noch mal kurz auf die Zeit gucken. Ach, von der Zeit her passt es ja perfekt. Ja, wunderbar. Dann würde ich an der Stelle natürlich Schluss machen. Und dann würde ich mich im nächsten Part einmal daran versuchen, ja, die Punktejagd in dem Modus zu machen. Ich bin gespannt, ob ich das hinkriegen werde und wie viele Versuche ich brauchen werde. Jetzt, wo ich die Sache mit den Hitzköpfen weiß, sollte ich das einigermaßen hinkriegen, denke ich. Alles klar. Dann würde ich für heute erst einmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.